So, und wieder mal herzlich willkommen zurück zu FTP Infinity. Ich bin der Gastgeber Vexmax und das ist passiert. Ich habe mir die Cyclic Assembler gebaut, ich habe mir ein paar Item Ducts gebaut und ich habe mir eine Treppe gebaut. Na, und hier hängt jetzt eine Leitung nach oben. Des Weiteren ist eigentlich nicht viel passiert. So, jetzt kommt der etwas schwierigere Teil bei meinem ganzen Unterfangen. Und das ist, wie baue ich die Dinger überhaupt hin? Die Frage ist nämlich, wenn ich eine ganze Produktionssparte machen möchte, wäre es natürlich gut zu wissen, wie ich sie platzieren muss. Was noch besser ist, wäre, wenn ich Item Ducts oder Pipes so einstellen könnte, dass die Items immer erst dann liefern, wenn sie erstens gebraucht werden und zweitens, oder sagen wir mal so viele wie geht, bis auf dass eben eins von jedem da ist. Und was eben auch prima wäre, wäre eventuell auch die Pipes das selber holen zu lassen. Das heißt, dass ich nicht andauernd alles faktisch nur aus einer einzigen Kiste was reintun muss und der Rest geht komplett automatisch. Das wäre ebenfalls ziemlich geil. Die Frage ist, wie mache ich das? Und jetzt habe ich mir eben überlegt, dass ich das mit Item Ducts mache und den normalen Filtern, so wie ich es bei der Kuchenfabrik gemacht habe. Auch wenn die Kuchenfabrik ein ganz klein wenig anders war. Die hat die Items ja faktisch nur geroutet zur jeweiligen Position. Aber dennoch muss ich da jetzt mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall immer zwei Platz zwischen den Assemblern, damit ich über von einem Input von einer Seite Output haben kann. Also das ist schon mal klar. Und dann eben noch von hinten der Strom. Ne, der ist ja auch noch so eine Sache. Da benutzen wir natürlich wie immer die Universal Dingsbums-Kabel. So. Das sollte jetzt zumindest genug sein. Ich weiß, hier muss ich dann auch Glas hinbauen, aber das sollte ja nicht das Problem sein. So, was ich mir jetzt überlegt habe, war hier, hier und da vor allem. Ne? Hier, 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 hier und hier, hier. Und dann muss ich eben die ganzen Item Ducts noch verbinden. Die Frage, wo? Weil ich glaube, doch, so geht, okay. Okay, ist dann bloß doof. Gefallen tut mir das aber nicht. Nee, das mache ich anders. So. Dann muss ich so leider noch eins nach vorne verlegen. Mach es eben so. Ich muss das unbedingt mal so machen, weil das sieht geil aus. So, das sieht so fast nach Fabrik aus, wenn ich davon zwei Reihen aufeinander habe. Also von daher geht das. Ist erlaubt. Wie gesagt, wir versuchen das mal und unter anderem brauche ich hier auch noch einen Servo an der Kiste. Ich hoffe, weil der funktioniert dann so, wie ich mir das denke. Da brauche ich aber einen hochwertigen Servo und eben hier die Item Ducts. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Wenn nicht, ist schlecht. Wenn doch, ist nicht so schlecht. Aber dazu muss ich jetzt erstmal hier wieder Dingens reintun. Nehmen wir als Beispiel mal, ja, die Dinger nach hier. Hallo? Die Schematik ist doch drin. Aber der lädt sie nicht. Wieso lädt. Nee, komm, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber wieso lädt er die nicht? Disabled, Argumentation ist drin. Okay, das ist jetzt komisch. Was nehmen wir noch? Nehmen wir hier die Dinger. So. Und dann das hier nach hier. So, was wir jetzt aber noch brauchen, ist. Für als Beispiel die Energy Cubes. Na, die müssen wir auch irgendwie machen. Brauchen wir natürlich Steel Casing, den machen wir mit Steel und Osmium Ingot. Also Steel, Osmium Ingots, die Energy Tablets habe ich und Redstone Steel, Osmium Ingots, okay. Ich habe doch Dinger hier. Ich habe keine Osmium Ingots, ne? Ne. Siehst du, die muss ich mir dann kurz nochmal holen. Und meine Maus hängt schon wieder, weil das scheiß Mauskabel überhaupt. Boah, doofes Ding. Egal. So, gib mal. Das ist auch scheiße, das Lied. Das ist schon viel besser. Wo haben wir denn? Bin hier doof? Ich habe hier kein Osmium mehr, ne? Kann so gut sein, ja. Oder habe ich es hier? Nee. Nö, kein Osmium mehr. Gib mich mal mein Osmium. Und das ballern wir da wieder hier rein. Wie gesagt, gehen wir mal kurz nach hier unten gucken. Wie sieht's aus?
Boah, wir sind jetzt bei etwa 3000 bei allem. Ist nicht so viel, aber ist okay. Oh, der ist auf Eil. Entschuldige, mein Fehler. Jetzt dürfte das alles schon wesentlich schneller funktionieren. Upsalalala. Naja, egal. Hauptsache, das Ding hier tut's, ne? Das Ding hier tut's, meinte ich. Und das tut's ja anscheinend, ne? Was ist dieses Energy Focus? Das sieht so geil aus. Naja, egal. Da muss ich noch Seiten für finden. Sehr interessant. Ah, okay, ist durch. Ich glaube, ich muss die Crusher ein bisschen schneller machen. Naja, egal. Erstmal haben wir jetzt unser Osmium, wir haben unser Eisen. Wir brauchen aber Stahl. Stahl, danke sehr. Abmarsch. Steel Casings machen. So. Hier jetzt eine Schematik rein. Die Schematik sagt dann. Noch gar nichts. Was braucht ihr? Wie machen wir das nochmal? Osmium, 4 Stahl, okay. Einmal Osmium und einmal 4 mal Stahl. 1, 2, 3, 4. Zack. Ding eingestellt. Und schon sind wir toll. So, dann machen wir den nächsten. Wir haben jetzt den Produktionsablauf für dieses Ding hier fertig. Wir haben auch die Energy Tablets. Wir haben aber jetzt die Aufgabe da. Die habe ich. Das habe ich auch. Die Dinger zu machen. Die Basic Induction Cell. Basic Energy Cube können wir machen, die Batteries können wir machen und Lithium, das können wir hinzufügen. Ist also nicht das Post ist also nicht so das Problem. Was wir natürlich auch noch machen müssen, wäre sowas hier, weil wir natürlich die roten, nicht die grünen haben wollen. Die roten werden gemacht mit Osmium, den Enriched Alloys, Energy Tablets und Basic Energy Cubes. Oh cool, ich habe ja alles. Fast. Ich muss nur noch das Rezept finden, wie ich es mache nochmal. Okay, ich glaube, ich hab's im Kopf. Einmal, die ist doch leer, ne? Ja. Das, dann, ich hab's vergessen. Das. Das. Und was war das noch? Zwei Osmium, ne? Yay, genau. Ach so, ich habe keine Dings dran. So, dann machen wir das auch. Das wäre dann auch fertig. Das ist auch nicht mehr das Problem. Und den letzten, damit machen wir dann die roten letztendlich fertig. Boah, jetzt ist Schluss. Geh mir doch nicht so auf den Senkel. In Unterhaltungsstunden schalten. Immer dann, wenn ich's, gerade wenn ich mal aufnehmen bin, genau dann fängt es an abzufacken. Ich liebe Facebook. So. Ach, scheiße. Mechanism. Wo waren wir? Da waren wir. So, das braucht 4 von den Basic Induction Cells, eine Advanced und eine Energy Tablet. Ach, fuck, ich muss eine Advanced bauen. Wie wurde das Ding nochmal gebaut? Keine Ahnung. Das. 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 Und Energy Tablets, ne? Ja. Das Problem ist, ich brauche erstmal Energy Tablets. Und ich muss ja nochmal higher machen. Jetzt macht doch mal schnell Nacht, hey. Komm, gehen wir es erst higher machen. Dann spawnen auch keine bösen Mobs und dann können wir uns dran begeben. Mit ein paar Energy Tablets erstmal eine rote Zelle zu machen. Mit dieser roten Zelle können wir dann den Rest vorbereiten. Glaube ich. Dürften wir eigentlich. Können, müssen, haben. Wie auch immer. Irgendwie sollte das funktionieren. Irgendwie ist so ein großes Wort, was man sehr weiträumig umschreiben kann. Rot? Nein. Rot? Ja. Ich wollte Energy Tablets machen, ich Idiot. Noch so ein Ding, warum ich ja eigentlich alles verkabeln möchte. Geben wir mal ein paar. Halalalalala. So. 5. Was fehlt da? Moment, das ist doch die rote, ne? Ja, was fehlt da jetzt noch? Was fehlt da jetzt noch? Energy Tablets, Osmium Ingot, die Dinger. Hä? Oh, wir brauchen 4 von denen.
Von den Rich und Lois braucht man 4. Okay, da haben wir keinen mehr drin. Das ist ja auch wieder prima. War das das hier? Jo. Ich weiß, ich stecke da jetzt gerade mal ein bisschen viel Eisen rein. Ist aber nötig. Es muss auch getan, was getan werden muss, sagen wir es mal so. Hat die hier keine mehr, ne? Nee, nee. Hier auch nicht. Hatte ich hier noch welche drin? Ja, 18. Prima. Noch ein bisschen Osmium mitnehmen. Noch ein bisschen davon mitnehmen. Das ist jetzt erstmal gut. Und dann nehmen wir noch ein Python. Wobei ich jetzt das eine Problem mit der grünen habe, weil die ist noch ein bisschen. Naja, eben da. Oh. Wo geht die hin? Hä? Das ist. Hä? Geht die automatisch ins Richtige? Nein. Oder? Nein, geht sie nicht. Ja, ich weiß, das ist noch ein bisschen, weil hier noch nichts gefiltert ist und In- und Outputs sind noch ein bisschen Rohmilchkäse, weißt du? Die ist noch immer blank? Okay. Ich habe noch keine roten im Gebrauch. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier so eine rote Zelle. Mit der roten Zelle kann ich dann erstmal das letzte hier aufbauen. Und das ist eben dieses Ding hier. Die rote, vier davon ein Tablet. Die rote Tablets. Quatsch, was mache ich hier? Hier, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Damit können wir dann eine von denen machen. So wird's getan. Nee, dann müsste ich aber hier einen hinstellen. Soll ich nicht? Ich meine, wir können, ja, aber. Dann muss ich hier das machen. So. Dann kann man nämlich das hier abbauen. Oder zumindest den da wegbauen. Weil der dann hässlich ist. So, okay. Und jetzt muss man kurz die Input-Outputs regeln. Also, das hier. Configuration. Der Output und der Input oben. Okay. Output-Input. Output-Input. Zweimal Inputs. Ist natürlich auch schlecht. Dann geht es hier nach Input-Output. Das hier ist auch ganz schlecht. So. Auch ganz schlecht. Und der hier wird dann so sein. Ja, okay. Jetzt habe ich natürlich genau ein Pipe-Ding zu wenig. Ach, ist das gut. Ist das herrlich. Das passt hier schon wieder alles super, ne? Egal. Und der braucht auch noch Energie. Ja, ich weiß. Och, das sind auch die falschen Pipes, ne? Hey, gerade ist auch der Wurm drin. Das wollte ich nicht machen. Joch, Gott sei Dank habe ich ein bisschen Holz dabei. So, schon viel besser. Dann die Universal Cable nehmen und das machen. Wieso habe ich hier eigentlich freigelassen? Ah ja, wegen der Kiste, stimmt ja. Glaube ich. Aber jetzt sollte hier auf jeder Seite schon mal etwas sein. Dann brauche ich jetzt noch die Filter. Ja, Filter waren es, die ich jetzt brauche. Wie baue ich die Dinger nochmal? Wie baue ich Filter? Das ist jetzt die große Frage. Filter. So werden sie nicht geschrieben. So werden sie geschrieben. Welche mache ich mir? Reinforced. Blacklist Metadata NPT. Oh, Dictionary Mod Owner. Und natürlich haben wir eine ganze Menge andere Zeug noch dabei. Hier ist nur die Blacklist. Hier ist Blacklist und Metadata. Ich glaube, wir brauchen einen Reinforced. Jetzt brauchen wir Elektrum. Elektrum mache ich mit Gold und Silber. Na gut, na gut. Na gut. Habe ich hinten. Gold und Silber. Davon brauche ich eine ganze Menge Filter. Naja, Gott sei Dank haben die Dinger niemals mehr als ein paar Dinger. Als ein paar. Man weiß, was ich meine. Nein, ich muss ja noch Silber holen. Das habe ich eben hier.
So. Holen wir uns mir ein paar, ein bisschen Silber und der Hälfte an Eisen. Obwohl so viel Gold, na. Lass mal das mal, da werden ja immer drei Dinger draus, ne? Zwei Dinger draus. Egal, ist trotzdem okay. Kommen. Ach nee, wir können ja schon mal so eins machen, ne? Was braucht man noch? Fused Quartz. Oh Gott. Oh, davon habe ich keine mehr. Die habe ich gerade eben alle gebraucht. Aber die muss ich ja eh noch machen. Und Goldnuggets und Paper. Also brauchen wir jetzt Obsidian. Davon dürfte ich auch noch ein bisschen hier haben, ne? Obsidian. Oh, ja, davon haben wir noch ein bisschen was. Wie mache ich das nochmal? Dazu habe ich wohl keinen. Habe ich? Ich habe einen Induction Smelter. Okay, cool. Da war noch Zeug drin. Ne, jetzt brauche ich einen Crafting Table. Also, wie war das jetzt? Iron Nuggets, ne? Plus die Dinger. Plus das Fused Quartz. Plus nochmal ein bisschen Papier. Jetzt will ich jetzt einmal noch kurz austesten, bevor ich komplett aufgebe. Gibt schon mal 6 Filter. Das ist schon mal gut. Dann gehen wir nämlich jetzt mal kurz nach oben. Setzen hier die Filter ein. Wohlgemerkt, wie gesagt, bloß auf die Input-Seite. Ja, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das brauche ich. Und das brauche ich. Wo war der Input da? Und dann haben wir noch zwei übrig. Das hier sind die Dinger. Wo ist der Input da? Oben. Und hier soll der Input auch oben sein. Ach komm, tun wir das auch mal da rein. Da ist ja noch nicht wirklich angeschlossen. So, und dann sollte hier irgendwie 9 können wir machen. Das ist gut. Was heißt Decade Max Total Items in Inventory? Ah, okay. Ignore MBT, ignore Dictionary, ignore Mod Owner. Prevent Oversanding. Oh, cool. Nice. Die Funktion ist, glaube ich, neu. Die habe ich vorher noch nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall hätten wir das dann schon mal so in etwa. Ich werde das jetzt mal testen. Das wird nur wenn ich eine ganze Weile brauchen, bevor ich das raus habe, wie es richtig funktioniert. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich dafür, dass ich das so. Was sage ich normalerweise immer? Keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Wenn nein, dann eben nicht. Und ich wünsche euch noch ein schönes Spiel. Und bis zum nächsten Mal bei Wexner Industries. Bye, bye.